Ich würde sagen, wir regeln auf 5 Geistervideos, die dich nicht loslassen von Xander Stories mal wieder. Hab unglaublich vermisst seine Videos. Finde ich Wenn auch ihr nice, dass er bereit wieder seid, aktiv ist. dann schauen wir uns heute gemeinsam wieder einige wirklich unheimliche Geistervideos an. Also Licht aus, unter der Decke verstecken und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Okay, Nummer RIP, ich habe keine Decke, aber ja, ich verstecke mich hinter dem Mikrofon. Poltergeist. In diesem Video begeben wir uns ins lange verlassene Lassen County Krankenhaus in den USA. Dabei begleiten wir die YouTuber vom Kanal Devil's Hour Productions, die dort mit den Jungs von The Haunted Site unterwegs sind, um das unheimlich anmutende Gebäude mitten in der Nacht zu erkunden und nach eventuell Boah. übernatürlichen Phänomenen zu suchen. Und das ist so ein Ding, das möchte ich auch öfter machen. Wirklich eine ganze Nacht bei einem Lost Place bleiben und nur solche Untersuchungen vornehmen. Und Leute, glaubt mir, so ein Ding wird kommen. Also, glaubt mir, das werden coole Videos kommen. Oder sowas, denkt mal drüber nach, gibt es im deutschsprachigen Bereich überhaupt nicht. Suchen. Immer wieder berichtet man von merkwürdigen Ereignissen und Geräuschen auf den dunklen Fluren und einige Menschen erzählen sogar von Objekten, die sich dort von selbst bewegen. Schauen wir mal, was die Jungs so erleben. Yeah. Okay, let's keep on. Keep on trucking. One second, maybe we Whoa. should do a Listen, second run. shh. Okay. Habt ihr das gesehen? Am Ende des Flures, genau in dem Moment, in dem der Kameramann hinüberschwenkt, kann man deutlich erkennen, wie dort ein Stück Gerümpel auf dem Boden ohne Erklärung bewegt wird. Das Merkwürdige dabei ist, dass es das einzige Stück ist, das sich bewegt. Ein Windzug erscheint daher eher Das ist unwahrscheinlich, wirklich zumal man komisch. sogar hört, dass es verhältnismäßig schwer gewesen sein muss. Könnte auch noch mit Aber unsichtbarem gucken wir Band noch mal gemacht genauer sein. hin. Angelschnur. Aber man weiß es nicht. Nach diesem Erlebnis begeben sie sich weiter auf Erkundungstour, doch schon kurze Zeit später passiert dann das hier. Did you hear that? Yeah, I did. That was down the hallway, like halfway. Okay, let's run, grab the SL's camera, one of the REM pods. What the? Mist. Dude, what is moving in there? Oh mein, okay. Also wenn da irgendwie ein Band dran wäre, das würdest du sehen. Ravine. Zumal er fasst es jetzt auch noch an und alles. Also das ist echt weird. Oh, I'm awake. I am awake. Okay. Yeah, that was pretty scary. Okay. Yeah, let's walk down there. Die Jungs bemerken, wie sich neben ihnen eine Schranktür scheinbar völlig von selbst bewegt und sind daher ziemlich erschrocken. Das ist Aber echt auch hier weird. ist der Windzug als Erklärung wieder nicht unbedingt nachvollziehbar, da die Schranktür nicht alleine ist, sich aber als einzige bewegt. Und am Anfang der Untersuchung waren die Türen noch genau gleich ausgerichtet. Was denkt ihr darüber? Die Jungs gehen jedenfalls weiter durch das Gebäude und merken recht schnell, dass was auch immer dort mit ihnen ist, so allmählich die Geduld verliert. Oh, Jesus! Dude, what the hell was that? What was that? That was cool. I was recording this direction. Oh, Jesus! Okay, was war das genau? I was recording this direction. Oh, Jesus! War es nur das Geräusch oder hat man was gesehen? Ich glaube, es war nur das Geräusch, oder? What the hell was that? What was that? That was cool. I was recording this direction. There's nothing above us again. Oh yeah, there's on that side, but it was not that direction though. That was so loud. Dude, that scared the shit out of me. Okay, es Who geht nur um that das Geräusch. Ass, huh? It's throughout the whole building, dude. What was that? Did you hear that like cry sound? Yes, I did. Heard a cry. Heard a cry. I didn't move. Oha, okay, das ist. Whoa! That was force. Die Jungs werden aus der Dunkelheit heraus mit harten Objekten wie Steinen beworfen und sind ziemlich geschockt von den teilweise schon gefährlichen Angriffen. Trotzdem bleiben sie noch länger dort. Gut so. Whoa! Whoa! You all right? Okay. Yeah. What was that? I just got nailed in the head with a rock. No, you didn't. I absolutely did. Holy shit.
like hard. I said what? One big last thing. Are you bleeding or anything? No, but it hurt. That back situation. And like blocked out that window. That was a big one. What the hell was that? Dude, it was in the room behind you. I had a feeling. Also, was meint ihr? Spukt es in diesem verlassenen Krankenhaus? Was haltet ihr von den unheimlichen Aufnahmen aus dem Gebäude? Würdet ihr dort selber mal eine Nacht verbringen? Wenn ihr euch das gesamte Video der Untersuchung anschauen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung. Nummer 2. Verspielt und versteckt. Ich muss sagen, also... Diesmal begleiten wir wieder ein... Es war echt also, creepy tatsächlich. Waren auch einige Stellen, wo ich sagen würde, oha, sah jetzt nicht unbedingt inszeniert aus. Was ich geil fand, was mir aufgefallen ist, der hat ja so ein richtiges Ghost Hunter Outfit irgendwie an, ne? Stell mal vor, Berkan und ich würden damit immer dann reingehen. Mit so richtig so einem Overall und so. Das stelle ich mir schon witzig vor. Krank. Aber ja, war auf jeden Fall creepy. Nummer 2. Verspielt und versteckt. Diesmal begleiten wir wieder eine Gruppe mexikanischer Geisterjäger auf einer Untersuchung für Paranormales in einer alten Schule, wo es angeblich spuken soll. Die Jungs gehen nachts mit einer Kamera ausgerüstet durch die dunklen Räume des Gebäudes und nach einiger Zeit wird es dann ziemlich merkwürdig. In ese cuarto ha habido mucha actividad. La pelota, compa. La pelota. Mira, 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 mira. Was ist das denn? Auf dem Innenhof des Gebäudes sieht man, wie ein Ball aus dem Nichts heraus angestoßen wird und über den Boden rollt. Die Jungs wurden nur aufgrund der Geräusche darauf aufmerksam und sehen das Ganze als erstes Zeichen übernatürlicher Okay, aber es ist halt auch leider wieder so ein bisschen schlechte Qualität, ne? Von da oben lässt sich schwer kennen. Aktivitäten. Danach passiert das hier. Oha, okay, schon wieder der Ball. Was ist das für eine unangenehme Kameraführung? Das ist, glaube ich, aus dem Livestream oder so ausgezeichnet, ne? Sí, 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 cuando venía saliendo. Y como que no quiere enfocar mi celular. Voy. ¿Y la silla? ¿Eso te iba a decir? ¡Chinga! ¿Y la silla? ¿Y la escoba? Okay, Stuhl und Besen sind weg. Mira. Da, das bin ich, wie ich besoffen über den Boden krabbel. Nosenef, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Besserung und eine gute Nacht. Schwierig, ne? Da sieht man jetzt noch mal was, oder was? Oh, die Qualität ist wieder so schlimm. Das ist halt schwer zu beurteilen. Da oben leuchtet jetzt eine Lampe. Hätte auch schon vorher leuchten können, weiß man jetzt nicht. Da
Schon wieder was ein bisschen um die Ecke guckt. Was denkt ihr war dort? Ein verspielter Geist? Was war das für eine Schattengestalt, die sich hinter den Säulen versteckt hat und die Jungs beobachtet? Sind es vielleicht ehemalige Schüler, die bereits verstorben sind? Ich weiß aber es nicht, wieso aber kommen sie zurück zu ihrer alten Schule? Man sieht es halt auch nur kaum. So könnte es sein, dass es dort also tatsächlich spukt? Ihr entscheidet. Das ganze Video findet ihr in der Beschreibung. Ich finde dieses ein bisschen um irgendeine Ecke gucken ist halt wirklich. Entweder es ist, weil Geister wirklich sich so verhalten würden, dass sie so um Ecken luken. Oder es ist halt, ja, inszeniert. Es ist, ja, schwierig, keine Ahnung. Aber ja gut, jetzt hat man halt auch kaum ein bisschen was gesehen. Das war so ein bisschen schwarz. Es hätte irgendwie ja, vielleicht war da auch ein Tuch auf der anderen Seite oder so, was dann im Wind ein bisschen geweht. Ach, keine Ahnung. Ich versuche einfach ein bisschen auch natürlich Erklärung zu finden. Ja, mit dem Ball war natürlich auch schon komisch, ne? Reibung. Nummer 3. Ein lauter Besucher. Dieser TikTok-Nutzer berichtet davon, dass es in seinem Haus seit einiger Zeit spuken soll und er versucht das Ganze mit seinem Handy auf Video festzuhalten. TikTok. Ich bin misstrauisch. Er kann sich absolut nicht erklären, was es damit auf sich hat und so langsam weiß er nicht mehr weiter. Schauen wir mal rein, was er dort so erlebt. Just heard something else in here. I wanna check it out. Es ist die Tür zugegangen. Son of a bitch. Air conditioner is not on. See what the bears are doing. The bears haven't moved. Thank God. Okay, jetzt fällt der Katzenbaum davon alleine um. Film jetzt mal direkt um die Ecke rechts. Okay. Schon nicht ganz normal. Schwierig. Ganz schön schwere Katzen. Das stimmt wohl. Also es wäre echt schon schwer zu inszenieren, muss man sagen. Weil da alles gleichzeitig irgendwie zu machen, ist schon echt schwierig, ne? Dass du bringst das Ding zum Wackeln, du knallst die Tür zu, du lässt das Ding umfallen. Dafür bräuchtest du schon mehrere Leute, die sich irgendwo in der Bude verstecken, wenn überhaupt. Also wirkt für mich schon ein bisschen authentisch. Okay, that door just tried to close on me. That is the kind of stuff that happens all the time. So we're gonna not. I'm just gonna leave this door open. Tür knallt schon wieder zu. Das ist schon ein bisschen extrem jetzt gewesen. Aber
Also das war mir jetzt ein bisschen zu extrem, ehrlich gesagt, dass er die Tür nicht aufbekommen hat. Das, ich weiß nicht. Okay, ich nehme alles zurück mit dem, was ich gesagt habe, wirkt authentisch. Also das habe ich im Leben noch nie bei irgendeinem Geistervideo auch gesehen oder so. Bisschen zu heavy, ehrlicherweise. Was meint ihr, ist dort los? Was sagt ihr dazu, dass dort Dinge umgeworfen werden und er ständig von einem der Räume ausgeschlossen wird, weil die Tür sich schlagartig schließt? Zu extrem. Könnte es irgendetwas mit diesem bestimmten Raum zu tun haben? Könntet ihr nachts noch ruhig schlafen, wenn das bei euch zu Hause passieren würde? Das nicht. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Oha. Nummer 4. Unglückliche Seelen. Jetzt freue ich mich besonders darüber, euch seit langem wieder mal ein Video einer deutschen Gruppe zeigen zu können. Wir begleiten die Jungs vom Kanal Para-Ink. Yes, beste Männer. Meisterjäger, das sind in diesem Video Roman, Stefan, Berti, Krille und Mark auf ihrer Untersuchung in einem alten Weltkriegsbunker mitten im Wald. Es ist nicht das erste Mal, dass Teile der Gruppe dort sind und auch beim letzten Besuch sind einige wirklich seltsame Dinge passiert. Das Gebäude ist ziemlich groß und mitunter auch recht verwinkelt und genau da sind die Jungs jetzt mitten in der Nacht auf der Suche nach Antworten aus dem Jenseits. Dafür beginnen sie eine Fragerunde mit Hilfe einer Spiritbox auf einem der großen Gänge des Bunkers. Aber schauen wir mal, was dort so passiert. Ich frage ganz einfach mal, ist es richtig, dass jetzt jemand hier ist, den wir nicht sehen können und jetzt gerade nicht hören können? Wir hatten letztes Mal hier ja schon Aufnahmen, wo man eine Frauenstimme gehört hat. Ist vielleicht diese Frau gerade hier anwesend und möchte uns irgendetwas noch sagen? Ich hatte so ganz stark das Gefühl, dass du uns was zu sagen hast. Ihr hört nicht die Stimme, die wir die ganze Zeit reden? Doch. Ich wollte nur nichts sagen, hier rechts aus dem... Habt ihr was gehört? Dass du uns was zu sagen hast. Doch, ein bisschen hört man was. Stimmt. Oha. Ihr hört nicht die Stimme, die wir die ganze Zeit reden? Doch. Ich wollte nur nichts sagen. Hier rechts aus dem... Also entweder kommen da gerade lebende Menschen. Stefan, halt das K2 mal so vor dich vielleicht, dass man das auf der Kamera sieht, wie es ausschlägt. Weil ganz im Ernst, ich habe es die ganze Zeit jetzt gerade schon gehört. Entweder war es jetzt echt... Ich habe es so aus der Richtung gehört. Also entweder war es jetzt tatsächlich eine Stimme, die irgendwie das Rauschen genutzt hat, aber es kam nicht hier raus, es kam hier aus dem Bunker eine weibliche Stimme, die mindestens einen Satz gesprochen hat. Ich habe auch ein bisschen was gehört, schwer zu identifizieren, aber man hat ein bisschen was gehört. Wenn man Kopfhörer okay, anhat und laut, dann hört man's. Betty, hast du es gehört? Nein. Roman, hast du es gehört? Ich habe irgendwas gehört, aber ich konnte es nicht deuten. Aber draußen ist keine Sau. Ey, krass. Grill, hast du das auch gehört? Ich habe es halt von hier so gehört. Ja, ja. Als ob das hierher gehalten hat. Ich habe es gerade gehört. Aber ich habe es jetzt nicht eindeutig gehört, so ich habe mitgekriegt, irgendwas ist, aber ich habe jetzt erstmal im ersten Moment nicht. Ey, was gibt's da? Ich dachte auch, dass es von hier auskommt. Jetzt habe ich nichts gehört. Ich fühle mich hier auch ein bisschen beobachtet. Habt ihr das gehört, Leute? Schreibt's mal rein. Alter, was geht ab? Ein wenig irritiert von den merkwürdigen Geräuschen einer sprechenden Frau suchen die Jungs nach einer Erklärung, die sie allerdings nicht finden können. Daher versuchen sie die Frau nun direkt anzusprechen. Haben Sie vielleicht verwundeten Soldaten behandelt? Waren Sie eine Krankenschwester? Verrückt bist du. Kam das jetzt aus dem... Gerät oder von dort? Was? Da war definitiv eine Frauenstimme rechts. Also das hat man gehört, dieses verrückt bist du. Aber es kam anscheinend auch nicht aus dem Gerät. Verstehen, was Sie sagen.
Den habe ich auch gehört, ja. Unsere Fragen. Bin hier. Oha. Box-Sound angehört, aber es kam aus der Box, oder? Es kam aus der Box. Oder, Bernie, was meinst du? Das ist schon beeindruckend. Das war das so. Können Sie das nochmal wiederholen? Okay, also da kommen echt Sachen aus dieser Box raus. Spirit Box Kontakt aufbauen wollen. Macht die Gruppe ein Experiment und fragt nach einem ganz bestimmten Wort, welches sie bei ihrem letzten Besuch gehört haben. Das Wort hat eine besondere Verbindung zu dem Bunker und die Tatsache, dass es gesprochen wurde, ist wirklich unheimlich. Aber seht selbst, was dann passiert. Beim letzten Mal ist der Name Hitler gefallen. Haben Sie... Hitler kommt. Oder Hitler kommt, habe ich verstanden. Hitler, danke, verstanden. Ja, Hitler, danke. Aber Hitler war mit dabei. Aha. 1000%. Ja, das habe ich auch gehört. 100%. 100%. Haben Sie für dieses Regime gearbeitet? Lustig, dass Sie den gar nicht siezen. Ich finde es eigentlich gar nicht so lustig. Eigentlich macht es ja sogar Sinn. Weil, ja, vor allem an fremde Menschen tritt man ja eigentlich eh immer mit einem Sie, um einfach aus Respekt. Gerade an ältere Leute und mal davon ausgegangen, dass halt Geister auch schon älter sind, weil sie auch schon ein bisschen, ja, ihre Zeit unter der Erde verbringen, macht es eigentlich total Sinn, Geister auch zu siezen. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich Geister gesiezt oder duze ich die? Ich achte auf jeden Fall jetzt demnächst mal darauf, dass ich die sieze, weil, ja, ist noch mal ein bisschen mehr Zeichen von Respekt. Haben Sie das gerne gemacht? Glaubst du? Nach diesem Erlebnis schalten die Jungs die Box dann aus, um eine kleine Pause einzulegen und ihre Gedanken gemeinsam zu sammeln. Doch dann hören sie ziemlich merkwürdige Geräusche aus dem dunklen Wald direkt hinter ihnen. Und ab jetzt bekommt man das Gefühl, dass dort neben den Seelen verstorbener Soldaten auch noch etwas anderes ist. Etwas nicht unbedingt Menschliches. Also Leute, wir haben hier eben ein Rascheln gehört. Klar können das Tiere sein. Gar kein Ding. Aber dann kam noch ein anderes Geräusch dazu. Wie so ein Klackgeräusch, als ob jemand irgendwie irgendwas Mechanisches bedient. Eine Waffe entsichert. Zum Beispiel? Echt? Also ich habe mich nicht verraten. Ein Karabiner oder so? 100%. Gerade wo du rausgekommen bist, wo ich selbst, hat's nochmal gemacht. Klack, klack. Ja, nicht, dass wir jetzt hier die Blair Ridge Nummer abziehen und immer weiter dezimiert werden. Mich würde echt interessieren, wo der Ort ist. Ich muss mal... Müsst die Jungs mal fragen. Also, so ein riesiger Bunker mitten im Wald ist schon cool. Nicht, dass ja, man hört was. Schon wiederkommen und so ein Bart haben. Ja, ja, ne? Zeitschleife. Ja, ja. Ja, aber das, ich finde, das geht nicht. Und das Ding ist, pass auf, das Ding ist, wenn hier Tiere sind, wie dieses, da hat sich echt jemand oder irgendwas hier durchbewegt. Dann bewegt sich also da sieht man so eine Reflexion da, ne? Da rechts. Und dann hier nochmal. Acht drauf, da nochmal. Doch weiter und bleibt dann stehen und verschwindet das Geräusch. Und das fand ich jetzt gerade merkwürdig. Dann da nochmal. Ah, ist ein Dicht, oder? Von einer von dem. Okay, da rennt einer durch den Wald. Danach wollen die Jungs das Erlebte zusammen besprechen und pausieren die Untersuchung. Doch was dann passiert, ist wirklich unheimlich. Ich meine, irgendwas ist hier. Der Beweis ist definitiv, dass die Entitäten auf, ja, dass die Zeitgeschichte, was hier passiert ist, reagieren. What the fuck? Alter, irgendwas hat mich gehört, ohne Scheiß. Echt jetzt? Alter. Da war Stimme. Irgendwas hat mich berührt am Rücken, Leute. Also ich meine, ich hätte eben gehört. Ja. Mhm. Und irgendwas Hitler, hat... Thema Hitler. Ja. Und irgendwas hat mich am Pulli berührt, ohne Schmarrn. Da war's wieder. Ohne Schmarrn. Ja, kann man jetzt natürlich nichts zu sagen. Ne? Das sind einfach immer so persönliche Erfahrungsberichte. Kann man jetzt glauben, kann man nicht glauben. Gesehen hat man natürlich nichts.
Ja, guck mal bitte. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, bitte. Ach komm jetzt. Boah, dreh dich mal. Alter, 4 Streifen. Was? Nein, mach jetzt keinen Witz. Doch. Bitte doch. Verarsch mich jetzt. Wir brauchen ganz schnell normales Licht. Hey, verarsch mich jetzt nicht, bitte. Moment. Nee, ich krieg's mit der Kamera leider nicht drauf. Hey, ist da jetzt echt was drauf? Ja, ja. Du hast 3 Kratzer auf dem Rücken. Alter. Hier unten auch noch. Ey, ohne Witz jetzt? Ja, und da kommst du auch selbst nicht dran. Wir brauchen unbedingt die andere Kamera, ganz schnell. Alter. Echt jetzt? Ja, ja. Auf Romans Rücken formen sich einige wirklich üble Kratzer, die aus dem Nichts erschienen, als er von irgendetwas am Rücken gepackt wurde. Das Ganze... Ja, wäre gar nicht so eine schlechte Idee, Matthias, zu diesem Bunker mal hinzufahren. Wäre vielleicht wirklich eine nice Idee. Also, ich hätte da Bock drauf. Ich meine, der Ort sieht schon creepy aus. Es wirkt extrem bedrohlich und die Jungs sind völlig geschockt darüber, was sie gerade erlebt haben. Die Gruppe begibt sich mit Roman erstmal nach draußen und keiner weiß so richtig, wie es jetzt weitergeht. Also brechen sie die Untersuchung kurz darauf auch ab und erklären, dass sie an dieser Stelle verständlicherweise nicht weitermachen wollen. Wenn ihr euch das gesamte Video ansehen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Beschreibung, denn in den insgesamt 1,5 Stunden Videomaterial verstecken sich noch viele weitere Dinge. Wenn ihr euch für noch mehr deutsche Untersuchungen des Paranormalen interessiert, dann schaut unbedingt bei den Jungs auf dem Kanal vorbei und lasst ein Abo da, um auch nichts zu verpassen. Nummer 5. Oh. Das Mädchen. Dieses kurze Video stammt von einer mit dem Handy mitgefilmten Erkundung einer verlassenen Psychiatrie und verbirgt etwas ziemlich Unheimliches, was den Anwesenden erst im Nachhinein beim Sichten der Aufnahmen aufgefallen ist. All the sinks are broken yet again, like I like to say in all of my abandoned. What's that? Wow. They like pink tiles, don't they? What's in our room? Ja, relativ unspannender Lost Place, wo die da gerade sind. Eigentlich. I don't like looking behind shower curtains, that just creeps me right out. Ich denke, wir werden jetzt vom Gegenteil überzeugt. Ich meine, am Tag ist das alles eh nochmal anderes Feeling als nachts jetzt dann, ne? Nachts. Da war doch irgendwas im Gang. Also das ist sowas von inszeniert, das wird man auch sehen. Oha! Smells like an hospital in this part, definitely. Das ist so scheiße unheimlich. Habt ihr es gesehen? Das wird man auch safe sehen. Am Ende des Flures sieht man für einen kurzen Moment die Gestalt eines ziemlich unheimlichen Mädchens mit langen, dunklen Haaren, was die Anwesenden überhaupt nicht bemerkt haben. Einen Moment später sieht man, wie die Gestalt in einem der Räume verschwindet. Aber wer oder was war das? Glaubt ihr, es ist etwas Übersinnliches? Könnte es dort spuken? Ihr entscheidet. Das war's für heute. Könnte es dort spuken? Ihr entscheidet, Leute. Schreibt es mal rein in die Kommentare. Könnte schon sein, aber für mich war es ein bisschen unrealistisch, dass die es nicht gesehen haben in dem langen Gang. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Xander Stories. Sehr, sehr gutes Video.